Hallo Leute, so heute gibt es einen Test eher und zwar über diese Brettermann Farbpasten. Es gibt ja viele Leute, die das Problem haben, dass Pigmente Krümelchen hinterlassen im Harz oder dass Acrylfarbe so ein Fleck hinterlässt praktisch. Und jawohl, Brettermann hat mich gefragt, ob ich denn die Farbpasten gerne mal testen möchte. Da ja fast ihr alle wegen mir auf dieses Brettermann-Harz gekommen seid. Und da hat Brettermann mich eben gefragt, hey, du, möchtest du ja mal unsere Farbpasten ausprobieren? Weil sie hab sie halt gefragt, was es denn sonst noch für Möglichkeiten gibt, außer Pigmente oder Acrylfarben. Und dann haben sie ja gesagt, jawohl, hier die Farbpaste, die würden wir ihnen auch gerne zukommen lassen, weil sie uns eben die ganzen Kunden vermittelt haben. Ja, und ich freue mich riesig, dass ich es ausprobieren darf. Die haben mir diese Farbpasten in Grün, Blau, Rot, Gelb, Rot, Braun, Schwarz und Weiß zukommen lassen. Und das kostet eben, das sind immer 100 Gramm, kosten im Internet, glaube ich, 4,95 € bei denen. Ich habe gefragt, ob ich den Proben haben darf. Ich kann auch die Proben gerne bezahlen, aber sie haben halt gesagt, nein, weil ich halt diejenige bin, die ihnen Kunden vermittelt habe, darf ich so testen. Aber es wäre halt toll, wenn ich ein Review mache, also wenn ich ihnen Bescheid sage, wie ich denn damit zurechtkomme und ob die 100 Gramm denn für 1,5 Liter Harz ausreichend ist oder ob es zu viel ist oder generell auch wie die Qualität ist, wie die Handhabung ist. Und ja, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Brettermann, vielen, vielen Dank. Freut mich riesig, weil dann hört endlich dieses Acrylgepampe auf und dieses Pigmentabschaben und das ist einfach top. Also vielen, vielen Dank schon mal an der Seite. Wirklich, ich danke euch wirklich sehr und ich bleibe natürlich treuer Kunde bei euch, denn euer Harz ist einfach mit Abstand das Beste. Euer Service ist tipptopp. Also es gibt echt nichts Negatives. So und jawohl. Beigeschickt haben sie mir auch noch so ein Farbstoff, transparent blau. Und ja, transparent, das ist halt hier so ein kleines Röhrchen mit flüssiger Farbe und eine Pipette ist da auch noch bei. Und transparent heißt eben, dass es halt transparent aushärtet, so dass man halt ein bisschen durchgucken kann. Und hier, das hier sind deckende Farben. Jawohl, ich zeige euch auch nochmal das Harz. Da war da wieder weg, aber das macht nichts. Das ist das Harz von Brettermann, das E40D. Das E40D deswegen, weil es klar aushärtet, vergilbungsarm ist und eben empfohlen wurde für so kleine, für kleine Eingießlinge bis 200 Milliliter, weil eigentlich ist dieses Harz ja für die Industrie gedacht, für Fußböden, für Aquarien etc. Und wir Bastler tun das ja praktisch zweckentfremden. Und ja. Wie gesagt, das Zeug ist reizend, umweltgefährlich, giftig. Es ist kein Kinderspielzeug, aber das müsste euch ja mittlerweile bewusst sein. Und jawohl, ich muss hier kurz mal. Ich arbeite natürlich heute auch wieder mit Handschuhen. Die habe ich mir nur gerade mal wieder geholt. Ich habe die nämlich jetzt gerade eben für zum Erklären ausgezogen. Und jawohl, ich mische mir jetzt schon mal mein Harz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich mir schon mal hier das Döschen, was Döschen, hier das Harz angerührt. Wie gesagt, ich benutze diese Schnapsgläschen und ich kann es jetzt halt nicht richtig in die Kamera zeigen, aber ich mache das immer mit, man mischt es ja 2 zu 1, aber nach Gewicht. Ich muss ehrlich sagen, die sind fast gerade, aber weiß ich nicht, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, das 2 cm zu 1 cm zu mischen. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass irgendwie härter übrig bleibt. Ich habe im Gegenteil, ich habe bei der Packung jetzt sogar zu viel härter. Und ja, ich meine, vielleicht hat Brettermann ja auch extra ein bisschen mehr Härte mittlerweile reingetan, weil die ja wissen, dass wir Bastler es benutzen und das Problem haben mit zu wenig Härte. Kann ja möglich sein. Könnte man ja auch mal nachfragen. Und ja, eigentlich mischt man es ja nach Gewicht. Und ja, ich glaube 5,5
5 Gramm oder nee, 7,25 Gramm Harz. Dafür braucht man, glaube ich, 5,5 Gramm Härter oder so. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Wie gesagt, da habe ich mich nicht richtig mit nicht mit richtig mit beschäftigt. Ich weiß nur, dass man für 11 Milliliter Harz 5,5 Milliliter Härter braucht oder so um den Dreh. Wie gesagt, ich mache es immer so. Oder wenn ich mehrere abfüllen möchte, dann ist es sowieso, dann mache ich immer 3 cm, mache das zweimal mit Harz voll, einmal mit Härter voll. Und ja, muss halt jeder selbst wissen. Ich habe damit keine Probleme. Es wurde auch bis jetzt immer alles hart und ich hatte, wie gesagt, noch nie zu wenig Härter. Aber müsst ihr halt gucken, wie ihr am besten damit zurechtkommt. Hauptsache ist ja, finde ich, das, was entsteht. Ich schiebe euch jetzt mal so ein bisschen hin, weil ich muss hier ein bisschen arbeiten können. Von der Seite. Ja, ich habe mir auch hier wieder ein altes. Das ist ja schon wieder weg. Wie gesagt, das ist momentan übrigens mein Basteltisch. Da liegt alles Mögliche rum. Da in dem Karton sind Sachen, die ich noch filmen muss. Praktisch so hallmäßig. So. Okidoki, dann ich habe hier jetzt Titi-Form genommen. Hier ist noch ein bisschen Silikon, weil da mache ich gerne mal Mold drin. Ich habe die Form genommen und ich werde damit auch nur kleine Teile ausfüllen, ohne Hintergrund alles. Ich will einfach nur austesten, wie die Farbpasten im Einzelnen so aussehen. So, ich tue mich hier minimal mal kurz rein. Ein bisschen mehr. Ich möchte hier einen ganzen Riesling haben. Nehme ich mir noch ein neues Stäbchen. Die habe ich mir natürlich auch schon bereitgelegt. Und ich fange einfach mal mit der Farbpaste Grün an. Es riecht wie Wandfarbe, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man dran riechen darf. Wichtig ist auch noch zu beachten, das kam in einem Tütchen. Da stand ein Warnhinweis drauf, also ein Hinweis. Und zwar, dass es halt durch den Transport oder eben die Temperaturschwankungen sein kann, dass es kristalliert ist und deswegen so, muss man es vorher erwärmen. Ich habe es neben die Heizung gestellt, also ich habe es auch noch geschüttelt. Da dürfte jetzt nichts mehr fehlen. So, und ich tunke jetzt einfach mal. Man sieht es jetzt nicht. Also ich. Auch gut, ne? Also ich habe jetzt hier einfach mal minimal genommen. Man darf bis zu 5% halt reinmischen. Und man sieht es. Es ist richtig deckend, schon nach dem ersten Umrühren. Ja. Nehme ich jetzt doch wieder so. So ist es einfacher auch für euch. Also ich habe jetzt echt nur hier die Spitze befeuchtet und es ist ein wunderschönes, saftiges Grün. Und davon möchte ich mir jetzt dieses Blatt ausfüllen. War schon zu viel. Dann fülle ich noch hier oben das Mini-Herz. Da habe ich gesaut. Oh, das macht ja nichts. Das kann man ja abpopeln, wenn es dann trocken ist, beziehungsweise hart ist. So, das kommt in den Mülleimer. Aber wie gesagt, es ist umweltgefährlich. Ich tue es immer in einen extra Mülleimer und bringe es dann auch pflichtbewusst, wie ich bin. Das meine ich sogar wirklich ernst. Ich tue es dann auch extra immer zur Mülldeponie bringen und sage eben, was es für ein Material ist, was da weggeworfen wurde, damit halt die Tierchen nichts abbekommen. Jawohl, das war das Grün. Dann nehme ich mir jetzt noch ein neues Becherchen, muss in die andere.
ich mir ein neues Becherchen. Fülle hier auch wieder ein kleines bisschen ab. Und dann benutze ich mal das Weiß, weil das Weiß ist, glaube ich, für euch alle am interessantesten. Jawohl. Drücken und drehen. Auch mal riechen. Riecht auch wie Baumarktfarbe, wie Malerfarbe. Nehme ich mal den Tropfen, mal gucken, ob das reicht. Boah, der kleine Tropfen, der reicht schon. Nee, reicht noch nicht. Also es ist noch ein bisschen wie von Eigelb, dottrig, würde ich sagen. Ich nehme noch mal kurz ein bisschen. Ich putze den Stab kurz mal gründlich ab mit meinem Tempo. Teil Klopapier und nehme noch mal so einen kleinen Tropfen. Ja, gigantisch. Ohne Brösel, ohne Geschmiere. Die Konsistenz ist hervorragend. Also finde ich top. Also anmischen kann man es auf jeden Fall total gut. Drehe ich mal wieder zu. Tue es zur Seite. Und damit möchte ich jetzt gern mal. Reicht das ja? Gieße ich mal damit hier die Blume. Die kleinen Stäbchen, die sind übrigens vom McDonald's. Da habe ich so viele. Ich war so dreist und habe das ganze Gefäß mal leer geräumt. Ich meine, es hat niemand geguckt. Wenn jetzt jemand gucken würde, würde es auch nicht machen. Ist ja schon ein bisschen peinlich, wenn man dann da rumsteht und klaut die ganzen Stäbchen. Da denken die sich ja auch ihren Teil. So, jawohl. Nehme ich mal. Das sind die Gläschen. Ja, die sind schon nicht gerade, aber ich komme damit super zurecht mit dem Mischverhältnis und ich werde es auch mir beibehalten, das so zu machen. So, neues Stäbchen. Hier gehen die Stäbchen aus. Ich muss mal kurz neue Stäbchen mir organisieren. Stäbchen sind geholt und jetzt möchte ich das Rot mal ausprobieren. Ja, riecht auch natürlich wie Baumarktfarbe. Also auf jeden Fall sehr ergiebig das Zeug. Also ich glaube, wenn man 100 Milliliter nimmt für 1,5 Liter Harz, das ist zu viel. Ich glaube, wenn man irgendwie so 20 Gramm nimmt oder so, ich glaube, das reicht völlig. Da, das war wieder nur ein Tropfen. Ich meine, ich habe auch jetzt nur wenig Harz, aber das ist gigantisch und wie schnell sich das verrühren lässt und wie glatt und leicht. Und diese Farbe, das ist so ein richtig, richtig schönes Rot. Aber ich würde auch sagen, wenn es mir nicht gefällt, um Gottes Willen, natürlich. Aber guck mal, so ein richtig, richtig schönes Blutrot. Das ist der Hammer. Ich bin richtig begeistert. Also total. Und das ist echt ergiebig. Zum Beispiel hier an dem Verschluss ist mir gerade ein Tropfen, minimaler Tropfen dran gekommen. Das wollte ich halt verwischen. Das habe ich da so einen riesen Fleck. Also, das ist gigantisch. Und damit fülle ich das Herz auf. Ja, wie kann es auch anders sein, gell? Ein rotes Herz.
Wie gesagt, der Laden Brettermann, der ist auch top. Der Service, der ist so super. Also ihr könnt da sämtliche Fragen, natürlich was Harz betrifft, stellen. Die geben einem immer kompetente Antworten und auch schnell und die liefern total schnell und weiß ich nicht. Das ist super. Wirklich, weiß ich nicht. Man hat selten noch irgendwo, dass man richtig beraten wird oder auch, dass man irgendwie so einen Kundenservice hat. So, Rot ist auch erledigt. So, dann probieren wir jetzt als nächstes mal das Gelb. Richtig schön. Ich nehme hier gerade schon sofort was aus dem Deckel. Das ist garantiert schon zu viel hier, wie ihr seht. So ein Tropfen. Oh, ein richtig schönes Natursonnengelb. Also, kennt ihr, es gibt ja so verfälschte Gelbtöne. Und das hier ist aber richtig gelb-gelb. Toll. Mach kurz mal wieder die Dose zu. Was gieße ich damit? Damit hätte ich gerne die andere Blume. So, das kommt auch hier in den Müll. So, genau so. Und jetzt muss ich allerdings sagen, das Blaue, ach doch, ich mache alles. Wofür hat man es denn bekommen? Ich teste alles. Bisschen abfüllen. Nehme ich mir das Blau. Das nehme ich auch wieder aus dem Deckel. Wie gesagt, ich habe es geschüttelt, deswegen klebt es am Deckel. Ist das nicht cool? Richtig geil. Mega, mega cool, Mann. Na, schon mal kurz. Damit habe ich gleich was vor mit dem Gelben. Da wollte ich dann nämlich mal versuchen, ob man auch Orange mischen kann. Toll, oder? Damit fülle ich mir den Stern aus.
So. Stern. Ah, lege ich hier hin. Das war mein Mülltuch, also heißt mein Mülltuch, mein Abwischtuch. Jetzt probiere ich noch braun aus. Reicht mir die Farbe noch? Ja, ich habe jetzt hier ganz winzig, nur ganz wenig. Gucken, ob das noch reicht. Ja, reicht noch für beide. So, jetzt kommt das Braun, beziehungsweise Rotbraun. Ja, da ist immer so ein, wie heißt's, Schaumstoffnippel dran. Nehme ich natürlich auch wieder. Zack, was war das? Das war eine SMS. Und auch wieder nur ein bisschen. Dieser Effekt, das ist so cool. Aber der Geruch, den finde ich eigentlich recht lecker. Ich rieche gerne so Farben. Nicht richtig zugedreht. Und was mache ich da mit dem Braun? Da mache ich einfach mal das mit. Als Keks. Der war zu. Ist zu wenig Harz. Gibt halt einen dünnen Keks. Aber es soll halt nur so dienen, dass man halt später sieht, wie die aushärten, wie die aussehen. So. Jetzt noch das Schwarz. Da ist nicht viel an. Okay, dann nehme ich von innen. Zu wenig. Boah, super. Gerade bei dem Schwarz sieht man das richtig deckend ist. Da, wenn man hier schon so an die Seite geht. Bei Acryl war es ja immer so, dass man ja noch durchsehen konnte. Also jeder, der mit Acryl es angemischt hat, weiß ungefähr, was ich meine. Ganz cool. Und hier mit dem Schwarz mache ich hier unten das Kleine.
So, und jetzt mische ich noch mal kurz neues Harz an und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. So, dann bin ich wieder und zwar wollte ich ja jetzt auch noch einen Test machen und zwar habe ich hier noch das alte Döschen, beziehungsweise Döschen, Becherchen von dem Gelb und da wollte ich jetzt mal gucken, ob man auch Orange mischen kann. Für Orange zu mischen braucht man bekanntlich Gelb und Rot. Mal gucken, ob das Gelb, was da drin ist, noch reicht. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal Rot. Ich habe bestimmt zu viel Rot genommen. Dann probieren wir einfach mal lila. Ich glaube, mit Gelb bringt es jetzt nichts mehr, das zu übertäuschen. Und für lila braucht man bekanntlich Rot und Blau. Es hat sich verfärbt, aber jetzt nicht unbedingt lila. Also ich glaube, da muss man, wenn man Farben mischen will, da muss man wirklich ganz doll Fingerspitzengefühl haben. Denn das hier ist jetzt eine Mistfarbe. Das ist Mist. Jetzt gieße ich einfach mal hier in das Lebkuchenmännchen. Schwamm irgendwas. Lebkuchenmann. Lässt mich aber jetzt nicht locker. Ich probiere jetzt doch noch mal zu mischen. Und zwar mische ich jetzt doch noch mal Orange. Diesmal mit Minimalfarben. Diesmal vielleicht schon zu viel. Mal abwarten. Machen wir mal nicht alles rein. Ich drehe das immer gerne dazu. Jetzt noch gelb. Da nehme ich dann ein bisschen mehr. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt Feuerrot. Gelb. Nehme ich noch mal mehr Gelb. Muss man ja nicht geizig sein. Ich meine, man muss halt dann auch immer noch gucken, ob das Harz dann noch
noch hart wird. Aber ich denke mal, mehr als 5% wird es jetzt noch nicht sein. Sieht man dann einfach beim Härten. Ja, also die Farben sind wirklich sehr deckend. Also wenn ihr Farben mischen wollt, dann nehmt von der dunklen Farbe auf jeden Fall wenig. Richtig wenig. Denn hier ist jetzt schon Gelb drin und ich traue mich jetzt auch nicht noch mehr Gelb reinzumachen. Sonst härtet es eventuell nicht, aber es kommt jetzt einem Orange ziemlich nahe. Und das gieße ich hier oben in das Herz. Ja doch, ich würde sagen, ist Orange. Ist ein dunkles Orange, aber es ist ein Orange. So, und zu guter Letzt darf ich ja auch noch das hier testen, den Farbstoff Transparent. Ja, die lasse ich jetzt einfach mal so liegen, die alten Stäbchen. Ja, genug neue. So, nehme ich auch wieder ein bisschen. Na, doch, komm, nehmen wir ein bisschen mehr, das wird noch ein Stern. Kurz ab. So, schon mal kurz aus der Tüte. Und bei dem Farbstoff steht drauf: Dosierung je nach Intensität und Schichtdicke in das abgemischte Kunstharzsystem. Ja, probiert man einfach mal aus, wie man es so findet. Wie gesagt, da ist hier die Pipette bei, die möchte ich aber nicht benutzen, denn ich bin nicht so ein Pipettenfan. Ich komme mit den Teilen nicht gut zurecht. Ich nehme auch wieder das Stäbchen, vor allem das ist ja schön dünn. Das passt also gut rein. Gehe da einfach mal so rein. Oh, ich mag diesen Effekt immer, diese Fraktale. Boah, das sieht mega aus. Das sieht ja cool aus. Boah, gigantisch, wie so, wie ein Schwimmbad. Also die werde ich mir auf jeden Fall noch alle anderen Farben kaufen von dem Transparenten. Das gefällt mir mächtig gut. Ich gehe jetzt mal mit der sauberen anderen Spitze nochmal rein und verdunkel mir das nochmal. Einfach nochmal rein. Oh, das ist so schön. Oh, das ist toll. Da werde ich mir alle anderen Farben auch noch kaufen. Da habe ich jetzt auch leider den Preis nicht auswendig im Kopf. Und das tut mir jetzt furchtbar leid, aber ich glaube so auch um die 5 Euro oder so. Ich bin mir nicht sicher. Verzeiht mir das bitte. Oh, ist das cool. Ja, mittlerweile mag ich auch nicht immer diese knallig glitzernden Hintergründe. Deswegen kommt hier so transparentes Zeug hervorragend. Oh, das ist cool. Also das werde ich mir auf jeden Fall noch in Gelb, Rot und Grün kaufen. Und mal gucken, was die sonst noch so für Farben haben. Aber muss erstmal warten. Ich habe jetzt neulich erst neues Harz bestellt, deswegen erstmal die Finanzen achten. So, bloß nichts vergolden. Ja, cool, perfekt. Super, genial. Ja, dann warten wir jetzt einfach mal, bis das gehärtet ist. Und dann melde ich mich nochmal zurück. Ich mache noch kurz mit dem Feuerzeug alle eventuellen Blasen weg. So, hübsch.
Jawohl, dann warten wir einfach mal, bis es hart ist und wir sehen uns dann wieder. Bis später. So, hallo. Jawohl. Das Harz ist jetzt trocken und wir können die Gießlinge mal rausnehmen, um zu gucken, wie denn nun das Ergebnis ist. Boah, perfekt. Hier, ohne irgendwie so eine Ansammlung. Richtig schön deckend, ohne Probleme. Hervorragend. Einfach nur top. Hier unten haben wir noch dieses Gemischte, was ich hatte. Top. Also mega. Ohne Ansammlung. Gigantisch. Also Top-Produkt. Da das Grün. Also es lohnt sich wirklich vom gleichen Hersteller die Zusatzsachen zu kaufen. Da gigantisch. Okay, sind jetzt noch mehrere kleine Luftbläschen drin. Habe ich jetzt nicht so sauber gearbeitet, aber mega. Krass. Also das beste Ergebnis, was ich je hatte mit allen möglichen Farben, die ich je ausprobiert habe, da krass. Tipptopp. Also vielen, vielen, vielen Dank, Brettermann, auch überhaupt, dass ihr das anbietet, bei euch zu kaufen. Das ist genial. Das ist der Durchbruch der Resin-Geschichte. Das ist ja gigantisch. Da ist dieses gemischte Orange, was ich versucht habe. Ja, okay, hier ist jetzt, da habe ich nicht gut gemischt. Megamäßig. Hier haben wir weiß. Oh, ich sehe gerade, aber die Form war dreckig. Aber das ist jetzt nicht bei der Trage. Man sieht ja den Effekt, hauptsächlich von hinten, dass da halt, ja, keine Ansammlung ist, alles spiegelglatt. Dann haben wir hier auch noch das Blau. Krass. Übel, übel, toll. Da. Mega. Hier haben wir noch das Rot. Mega, mega, mega. Und hier haben wir auch noch das Durchsichtige. Und das ist ja auch sowas von schön. Oh, ist das schön. Der Effekt, der ist mega. Ach, ist das schön. Boah, also top, Brettermann, Spitze, wirklich. Mir fällt nichts ein. Spitze, hammermäßig, super toll. Genial. Super. Also kann ich jedem nur empfehlen. Vielen Dank, Brettermann, dass ich es testen konnte. Und ja, nochmal zu der Größe. In einem so einem Pot sind ja 100 Milliliter. Und wenn man jetzt 1,5 Liter Harz hat, sind 100 Milliliter doch recht viel. Also wir Bastler arbeiten ja meist mit mehreren Hintergrundfarben und da würden dann auch kleinere Größen von 10 Milliliter würden auch auf jeden Fall völlig reichen, weil man hat ja gesehen, ich brauche wirklich nur einen Tropfen und das Zeug verfärbt sich, also wird eingefärbt und es ist top. Es ist gigantisch, es ist top, top, top. Mehr fällt mir dazu echt nicht ein und es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch richtig billig, aber wenn man vergleicht, dass man für eine Acrylfarbentube ja auch schon teilweise 2, 3 Euro je nachdem bezahlt oder auch 95 Cent, aber man braucht halt auch viel mehr und hiervon braucht man einen Tropfen. Das ist gigantisch. Das Ergebnis top, Preis-Leistung top, Menge top. Super, ich kann nichts Negatives finden und ich würde wirklich negative Sachen sagen, wenn ich negative Sachen finden würde. Ich finde einfach nichts. Es härtet auch richtig schön glatt aus, ohne irgendeine Unebenheit oder sonstiges. Also super. Kann ich sonst nicht anders sagen. Also Leute, wenn ihr es versucht, um das Resin einzufärben und ihr seid auch genervt von diesen Ansammlungen, kauft euch das auch unbedingt bei Brettermann und das ist wirklich super. Das Harz ist super, das ist auch super.
Und der UV-Stabilisator ist auch wirklich top. Also, ja, ich kann dazu nicht mehr sagen, außer super Sache. Vielen Dank, Brettermann. Vielen Dank, dass ich es testen durfte. Und ich hoffe, euch hat das Video auch ein bisschen weitergeholfen und euch mal gezeigt, wie es denn so funktioniert. Und ja, dann alles Gute für euch und man sieht sich bald wieder. Tschüss!